Es sind stürmische Zeiten, liebe Kollegen. Daher möchte ich Ihnen 5 Tipps geben, wie Sie mehr Erfolg im Büro und im Alltag haben. Und zwar die Anker-Methode. Der Anker sind 5 Buchstaben und jeder Buchstaben steht für ein neues Wort. Das A steht für Anfangen. Wir dürfen uns entscheiden, anzufangen, weil oft sitzen wir fest und sagen, Digitalisierung brauchen wir alles nicht. Entscheiden Sie sich anzufangen, um dann mit dem N des Ankers sich neu auszurichten. Bridget, Digitalisierung, Apps, die Kunden wollen anders angesprochen und besprochen werden. Richten Sie sich neu aus, je nachdem, was der Markt einfach fordert. Das K steht für konsequent sein. Nur wenn Sie Ihren Weg konsequent weitergehen, werden Sie auch Erfolg haben, sonst fallen Sie zurück auf die Ersatzbank. Da sitzt die ganze Konkurrenz. Das E steht für Emotionen. Haben Sie Spaß, haben Sie Leidenschaft, haben Sie Freude bei dem Tun, was Sie ja sowieso haben im LCC. Und das R ist das neue Resultat. Und ich wünsche mir, dass Sie eben die 4 Buchstaben nehmen, um dann ein neues Resultat zu kriegen.